Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter und unserem Katastrophen-Let's Play. Wir haben ein bisschen Dinge getan. Erstens hat der Rover von Sven und Ben jetzt irgendwie auch so ein bisschen Selbstlademechanismus. Der Miner ist wieder ein bisschen nachgeladen, das heißt, ich kann gleich weiter Silber suchen. Wenn ich dann etwas Silber sehe. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir mal los mit diesem wunderschönen Panoramablick. Ja. Dieser Planet kann so wunderschön sein. Hallo, ja. Hallo. Genau. Bin jetzt alle da seid. Da drüben? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein amtliches Stück Altmetall, das hier rumliegt. Wer rennt denn da schon? Achso, das ist Ben. Ich bin ohne Energie, weil der Sven so lange gebraucht hat und nicht rumgefetzt hat. Oh, das wäre jetzt eigentlich super, wenn da jetzt irgendwie noch so Eye of the Tiger oder so im Hintergrund lief, aber das darf ich aus GEMA-Schutz, aus GEMA-Gründen nicht machen. Okay, das zählt definitiv als Cover und zwar als ein sehr schlechtes. So, Ben, der Strom ist wieder da. Sehr gut. Oh, ich mag ja diesen Film mit Woody Harrelson. Larry Flint. Wo er wieder reinkommt nach seinem Schlaganfall und dann erstmal im Büro vom Penthouse-Magazin halt erstmal brüllt, der Perverse ist wieder da! Und alle irgendwie total schockiert gucken. Ja, das ist so wie ich grundsätzlich vor jedem Stream mit euch. Das, Leute, ihr wisst gar nicht, wie realitätsnah das gerade ist. Ja, es war definitiv genug abgewandelt, dass es als Eigenkreation gelten kann. Ben, ich habe übrigens auch alles dabei für die Batterie und, Ey, Spiel, du willst mich doch verarschen. Vorhin fliege ich ewig rum, finde kein Kobalt, was ist denn da unten los? Kobalt. Hier, war das Wort hier rauchen Dinge und hier fliegen Schiffe, hier fallen Schiffe vom Himmel. Ich hab einfach zu tun, ich geh jetzt einfach eine Stunde geradeaus und guck dabei nach unten. Das ist so der langweiligste Part im Stream, den wir möglich machen können. Das ist korrekt. Pat, was meint ihr? Wie viele Minuten dauert es noch, bis wir nicht mehr... Ich hab keinen Stahl. Und wir sind erst 2 Meter weit gekommen, das ist... Alter, es ist halt irgendwie... Oh. Alter, hier liegen irgendwie gefühlt 12.000 kaputte SEMS-Schiffe hier rum. Markus, das ist total unspannend, weil A, bist du weder auf zu sehen, noch hast du das mit der Kugel zu tun. Bei mir bin ich zu sehen. Ach so, auf YouTube, ja stimmt. So, ich stell mal kurz auf Markus dich. Um. Genau. Nicht für dich, Pusche. Ja, hier, also irgendwie hier, hier sind ganz viele NPC-Schiffe, die hier irgendwie mitten in der Wüste rauchen. Ist wahrscheinlich ein guter Platz dafür. Naja, da Markus, kommt zumindest kein Polizist nicht, vorbei. Löten helfen? Ja, stimmt, wollte ich. Also eigentlich sucht der Silber. Genau, und deswegen habe ich das mit dem Löten irgendwie schon wieder verdrängt, weil irgendwie, ja, weil ich mir irgendwie genau 3 Tasks gleichzeitig merken kann und 3 davon waren Silber. Nee, ich komme sofort zu dir rüber, Sekunde. Ich check hier noch 2 Vorkommen ab und wenn da nichts ist, komme ich erstmal wieder. Ja, toll, Eisen, okay. So, dann off we go. Das Problem ist, ich kann diese SMS-Schiffe aber auch nicht wegsägen, weil wenn ich das tue, verlieren wir bei den Reputationen, dann finden die uns demnächst scheiße und kommen vorbei und sagen, euch kenne ich doch. Hallöchen. Wir sind die Nachbarn, wir wollten mal kurz anklopfen mit irgendwas Großkalibrigen. So, Sven, Ben, du brauchst Löthilfe, ne? Ja, ich kann ja mal auf die Brücke gucken, dann wirst du sehen, dass wir zu zweit noch nicht mal die Hälfte gerade schaffen. Noch nicht mal die Hälfte, glaube ich. Ja, wir haben noch nicht mal die Hälfte, ja. Okay, wir dann lass mich gucken. 5 Minuten nebeneinander her. Also es hält sich an Spannung wirklich. die Sache ist, was schon mal helfen könnte, nur so als Idee,
Wir müssen mittlerweile zumindest genug Ressourcen haben, um ein etwas besseres Schweißgerät zu produzieren. Ja. Wer stirbt am wenigsten? Dafür brauchst du doch eigentlich Silber für Tier 2. Brauche ich das? Ich weiß es gerade nicht genau. Du hast nicht Gold? Silber für. Mag ich alles erstmal Lötkolben, genau. Mag ich lieber Löten helfen? Dafür baut er Lötkolben. Um einen Lötkolben zu bauen, braucht er Silber. Für Silber sucht der Magus erstmal eine Silbermine. Bis dahin, als wenn er nicht löten, hat er die Brücke auch durchgelötet. Ich weiß nicht, also man sollte wirklich den Magus die ganze Zeit auf dem Bildschirm behalten, weil die nächste Stunde machen wir das, wenn das ist. Und dabei haben wir dann die Brücke noch nicht mal verschönert, sondern einfach nur. Einfach nur erstmal. Die Grundfunktion irgendwie mal hergestellt, ne? Wollt ihr eigentlich anfangen mit der Dings bauen, mit der Außengeländer, aber. Dafür brauchst du Herstellungskomponenten, habe ich dir mitgebracht. Ich will kein Außengeländer bauen, ich würde eigentlich gerne links und rechts die so nach oben bilden. Mit so einer kleinen Rampe rechts und links. Das wäre A billiger. Und B geht es auch. Ben. Ja. Damit die Brücke symmetrisch propetrisch ist, musst du auch. Musst noch eine Reihe dran, ja. Ja. Okay. Ich würde die tatsächlich gar nicht so hoch wölben, sondern. Moment mal, ich hole mir jetzt nochmal kurz frische Luft. Alle 10 Blöcke würde ich so einen halbschrägen Block, den wir als Rampen benutzt haben, aufgestellt hinmachen, damit das quasi so ein bisschen eingefasst aussieht. Und ja, dann würde ich Licht daran hängen. Ja, das ist jetzt irgendwie schon 3 Schritte vorm ersten. Also nur mal so ein Ding am Rande, wir müssen schon wieder Metall produzieren. Beides Dings, ich komme sofort zu euch und. Nee, geh mal Eisen abbauen und mach mal Metall. Genau, und hol mal Silber. Und ja, Silber ist. Nee, aber Metall. Produzier Metall. Okay, also A Metall kann ich mal, aber ich komme trotzdem noch mal ganz kurz bei euch vorbeigeflogen, weil ich hab was für euch. Oh nein, hat ein Lötgerät. Hat er. Okay, ich lauf mal zurück, weil ich muss meine Anzugenergie wieder aufladen. Ihr könnt euch auch aufladen, indem ihr euch ins Fahrzeug setzt, ne? Wisst ihr? Ja, mach ich doch. Achso. Das machen wir die ganze Zeit. So, dann passt mal auf, weil bei dem dann stecke ich euch mal was in das Fahrzeug rein. Also ich würde so einen guten Lötkolben nehmen, der wäre mir gegönnt. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn er mal. Du hast ihn nicht verdient! Sein Lötkolben mal so richtig schön da ins Auto steckt. Bin ich doof? Jetzt hat er die drüben gelassen. Tatsache. Zweideutig. Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß am Leben. Ja, wenn es danach geht, haben wir gerade alle sehr, sehr viel Spaß. So, und wieder zurück. Ist der ernsthaft ein Truck in die Schlucht gefahren oder ist er einfach nur so weit weg, dass es schon die Planetenkrümmung ist? Ich hab keine Ahnung. So, komm schon, mach schon. Zweideutig ist eindeutig geiler, sagt der Ripster. Finde ich gut. So, dann schaut mir jetzt mal in die Kiste rein. Jetzt müsstet ihr eigentlich alles haben. Und guck mal, was ihr da für geile Kolben habt. Der tut mir gerade selber weh. Der tut mir gerade selbst weh. Ich geb's zu. Leute. Werkzeugblöcke, Charakterwerkzeuge. So. Oh ja, oh, damit lötet er sich gleich halt einfach sehr viel besser. Mit so einem flotten Dreier, ne? Jo. Dadurch, dass er schneller schweißt, verbraucht er auch weniger Energie pro Block. Hast du jetzt einen Dreierlötkolben, oder was?
Ja, du hast auch ein Auto. Geil, okay. Ja, wenn ich dann gleich zurückgehe. Ich hab keinen. Ich hab den Wagen auch schon ein Stück nach vorne gefahren. Schön, Harry. Ah, ich fahr schon mal den Wagen vor. Gott, das versteht auch keiner mehr heute, oder? Das ist irgendwie auch schon so. Ist auf jeden Fall richtig alt. Ja, so ist auch schon so in einem Land vor unserer Zeit. Das war's mit dem. Also, ich meine, das war ja schon bei uns alt. Der Kanal ist FSK 18. Ja, muss er auch sein, muss er auch sein. Ja, Stefan, genau. Da, der Ripster, aber der Ripster ist genauso alt wie wir. Ist aus dem alter Hase. Er ist quasi Nerdzeit alt. Nötig eine Steinplatte. Ich glaube, ich habe nicht genügend Stahlplatten mitgebracht. Ich fahr mal den Wagen direkt noch ein Stückchen weiter vor, Ben. So, sind wir also, schon wieder voll? Nicht genug, um diese Witze zu ertragen. Ja, das sowieso. Nee, ich meinte eigentlich eher so materialtechnisch und ja, das sind wir. So, Ben, ich komme. Wenn du auf der Spur fährst. Sehr gut. Fährst genau auf der Spur. So, das war tatsächlich die Idee. Ich habe nur Angst, dass wenn ich auf der Seite aussteige, dann okay, ja, die Stahlplatten gehen uns gerade aus. Bedeutet, wir sollten uns dann direkt mal an die Dings machen. Hat jemand Latten für meine Schafe? Warum? Was? Frag nicht. Es endet nur in. Es wird nur wehtun. Es wird nur wieder wehtun. WG. Werkzeugblöcke. Nein. Charakterwerkzeuge. Da. Was da? Ich musste auch gerade erstmal suchen, Ben. Alter Vater, okay. Ich bin nicht fleißig voran. Ist ein Ding. Zap. Zap. Achso, du machst die dann zwei breit, okay. Wir flexen die ganze Brücke, wie mach ich zwei breit? Ich würde halt nur die Fahrspur quasi so ausgebaut machen und rechts und links quasi offen, damit das so aussieht wie, ne, improvisiert. Und, genau, und dadurch, dass wir auf der Seite hier schon zwei breit haben, haben wir richtig schön Platz, um hier auch mal mit einem größeren Teil mal durchzufahren. Das finde ich schon sehr cool und ich glaube, ich schaff's jetzt tatsächlich bis zum Ende. Nein, ich schaff's doch nicht bis zum Ende durch. So, also ich pump hier gerade reichlich Eisen nach. Ja, dann kannst du gleich mal Stahlplatten in Auftrag geben. So, wieso kann ich den jetzt ab? Ja, und da sind meine Stahlplatten ausgegangen. Das heißt, das musste Ben fertig machen gleich. Der hat nämlich gleich die Stahlplatten. Ich bringe euch eine Ladung vorbei. Ich hab noch. Oh, und hier fehlt eine. So. Okay, ich stehe jetzt voll. Noch eine Ladung Stahlplatten vorbei. Das ist eine gute Sache. Ich lade mich mal ganz kurz auf. Deswegen ist das so voll, weil ich immer noch Stein drin habe. Mal an, da kommt die Lieferung. Okay, bleib mal so. So, Stahlplatten. Ich mach mal hier die große Entladungswelle hier mal kurz. Das hilft, ja. So.
Da könnte mir der Ben gerade auch kurz helfen, weil das sind ein paar Mal hin und her laufen. Nee, kann nicht. Oder? Nee, geht nicht. Okay. Ja? Waren das alle? Nee, ich hab noch welche im Cargo-Container. Moment. Sogar noch eine ganze Menge. Gut. So, und dann müssen wir hier schon an den zweiten Cargo-Container ran. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Mal gucken. Okay. Das, ich weiß nicht, ob wir das hier noch in die Container reinkriegen. Ja, dann schnappst du halt einfach im Inventar und, haut's halt raus. Fuck, jetzt passt. Ja, nicht, dass die Dinge, ja, deswegen schnappt ihr euch möglichst schnell. Ja. Ben, da liegen noch Stahlplatten rum. Ich habe 1000 aus dem Auto genommen. Kannst du die reinmachen? Okay, dann mache ich hier nochmal rein. So. Mein Gott, ist ja schon fast Koop-Gameplay hier. Ja, ja. Ben, hast du gerade noch welche? Ich habe noch welche rein gerade. Okay, gut. So, aber ich habe hier immer noch eine komplette Inventarladung voll, die ich jetzt nicht mehr reinkriege, weil das Ding ist zu. Okay. Also hier, die hier noch liegen, müsst ihr dann noch mitnehmen. Wir können auch schnell irgendwas schweißen und dann ist gut. Ja, oder so. Ja, ich dachte nämlich tatsächlich, warte mal, ich wollte dir hier mal vorschlagsweise zeigen, so, nee, das geht nicht. So. Ja, das einzige Blöde an dem Connector ist jetzt natürlich, dass wir die Oberseite von dem Miner gerade mit dem Solarpanel hier zugeklatscht haben. Was? Nein. Ja, ich glaube, die Idee von Ripster war, dass wir einen Connector an das Fahrzeug bauen, sodass wir vom Miner direkt in das Fahrzeug reinspülen können. Die ich auch prinzipiell nicht schlecht finde. Das tat weh. Baut der Sven da? Sieht weird aus. So, ja, da kommen gleich Sachen weg. Ja, Nickel schon wieder super. So. Und. Was? Also. Das meint, nach 5 Minuten heißt der Badewanne nur kalt. Das sagt einfach darauf hin, Männer dürfen nicht heiß baden, das werden die Eier haben. Ja, es ist ein Albtraum. Es ist ein Kreuz. Interne Panzerung habe ich doch mitgenommen. Ja, kommt ins Discord für mehr Niveau-Limbo. Sehr gut. So, aber dann können wir jetzt ja, von wegen, wenn ihr jetzt damit anfangt, ja, dann bitteschön. Dann gibt es jetzt irgendwie Bildungsauftrag, ob ihr ihn wollt oder nicht. Es gab eine Vereinigung, die nannte sich die Schweizer Hodenbadegruppe und die Männer, die dieser Vereinigung angehört hatten, haben regelmäßig ihr Gehänge in sehr, sehr heißes, nicht kochendes, aber trotzdem sehr, sehr heißes Wasser reingehalten. Das hat die Spermien abgetötet und hat im nächsten Schritt diverse Möglichkeiten eröffnet. Und zwar ohne große Gefahren. Gern geschehen. Cool. So. Ich hoffe, jetzt kotzen alle. Ich weiß nicht, ob man das Wort Bildungsauftrag hier nochmal neu definieren muss. Also, Rückbildungsauftrag, mentaler. Durchaus vorstellen. Du solltest auf jeden Fall eine Content-Warnung auf YouTube setzen. Wieso? Weil ich jetzt das Wort Hoden erwähnt habe, oder was? Die Hoden-Badegruppe. Alter. Ja. Die Schweizer Badegruppe. Ja, jetzt ist Verzendlo auch zu spät. Ja, hast du eigentlich auch wieder recht. Der Zug ist abgefahren. Schicker sailed. Die Badegruppe, was? Ah, toll. Also, ich sag mal, Fremdschämen und blöde Sprüche, das kriegen wir heute in unserer Session wieder sehr gut hin. Wollt mich auch ein bisschen. Fremdschämen ist nur von außen blöd. Innen geht's. Ja, genau, von innen ist okay, tut dann nicht ganz so weh. Wenn man Teil des Fremdstamms ist, ist es echt in Ordnung. Toll, jedes zweite Vorkommen. Bevor du da fertig baust, ja. Das ist nur um zu zeigen, oder? Oder ist das der Plan?
Nein, nein, da, also wir müssen ja sowieso irgendwo die Windturbine hinstellen. Ach so, das ist das, okay. Ich dachte, und das wird erstmal hier zumindest die Windturbine und dann mache ich unter die Brücke, damit sie zumindest einen Blitzschlag irgendwie ab kann, den... die Batterie hin. So, halt. Warum braucht man Strom an die Brücke? Oh oh. Damit wir hier Licht und so weiter machen können. Magst du keine Energie mehr? Nein. Nee, Energie ist noch okay. Ich meine, das Mist. Das O ist ein anderes Problem. Und zwar ist eine Assert-Basis gespawnt. Oh, da ist direkt die Lösung für das Problem. Ja, leck mich doch fett. Magnesium. Ja. Sagen, weil ich gerade wieder voll bin. Sven? Ja. Wir bräuchten auf dem Dach der Basis ein kleines Conveyor-System, idealerweise so, dass die, am besten nimmst du das, achso, ich weiß gar nicht, ob du die hast. Ich bin gerade nicht in der Basis. Ja, aber sind Gegner gespawnt. Es ist eine Assert-Basis gespawnt und die Assert-Basis wird uns demnächst Freunde vorbeischicken. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein paar Gatling-Türme und idealerweise ein paar Conveyor vorbereiten, die diese Gatling-Türme befüttern. Danke. Warum solltest du jetzt weg vom Bauspend hin zum Conveyor-Belt-System? Wir brauchen Verteidigung, genau. Und nachdem wir jetzt auch Kobaltgitter haben, können wir das bauen. Brechstange 88, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Nerdzeitalter. Guten Abend, Brechstange. Hi, schön, dass du da bist. Cool, für den Weg, dass er gut ist. So, dann mache ich hier schnell noch die Batterie hin. So, damit hier der Strom schon mal gebaut ist. So, und ich mache jetzt hier erstmal schön Magnesium voll. Hallöchen, Brechstange. YouTube ist schuld, ja, das ist so ein böses YouTube. Garstiges YouTube. Garstig! Apropos, YouTube, besucht uns auf TikTok. Folgt uns auf TikTok unter @19, Alter. Wir brauchen noch 12 Leute, bevor wir live gehen können. Dann haben wir 100 Follower. Mit 100 Followern kann ich dann auf TikTok auch streamen und dann werden wir größer. Das würde mich echt freuen. Also TikTok oder, genau. TikTok @19, Alter. Ja. Und dann steht da alles. Wir müssen nur klicken auf den TikTok-Ding. Genau. Markus, ich habe das Level 3-Ding verloren. Nein. Das ist schlecht, weil davon kann ich. Also, ich hatte nur 18 Thruster-Components, das heißt, ich kann davon nicht unendlich. Ja, es liegt in der Schlucht. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt hinkomme. Ich schau mal, was ich tun kann. Also, das ist, sorry. Na, alles gut. Die Sache ist, du siehst halt die Body-Location, ich sehe die halt nicht. Was du nur irgendwas machen kannst... Die Body-Location? Ja, dann fahr ich nicht mit. Genau, dann kannst du mich nämlich dirigieren. Production. Wo waren zu Hause von hier aus gesehen? Da hinten. Sauerstoff. Ach, ich brauche Sauerstoff. Okay, gut. 3, 4, gut. Weil das Problem ist jetzt so ein bisschen, wir haben eine Assert-Basis gefunden und die Assert-Basen haben eine sehr unangenehme Eigenschaft, nämlich wenn sie gespawnt sind, versuchen sie dem, der sie gefunden hat, garstige Drohnen auf den Weg zu schicken. Natürlich bewaffnet. Ich meine, dafür sind die auch da, sonst hätte ich die Mod ja einfach gar nicht installieren müssen. Aber ja, damit sind wir jetzt ein bisschen unter Druck. Wäre vielleicht auch eine ganz spannende Idee, unter der Brücke nochmal eine Conveyor-Linie zu bauen, womit man dann irgendwie auch Zeug noch irgendwie verteilen kann. Ja, die Brücke ist halt nicht an unsere Basis angeschlossen, was dann dazu führt, dass... Dass sie ein eigenes Cargo-Netzwerk braucht, ja. Wo bist du? Richtig. Ich bin gerade auf dem Weg zur Basis. Okay, gut, dann warte ich an der Dings.
An der was? An der Brücke? Am, wo du ablädst, dann Doc. Da hab ich abgehoben! Bist du auch in den Dings gefallen? Nein. Sondern? Ich sehe ihn da rumfahren. Ohne Bibbeln, einfach bübsch. Das ist ein Art trolligen Sprachfehler. So, wie kann ich denn jetzt nochmal hier irgendwie... Nuklear? Nee. 77 Zuschauer, ja, denn noch 77 Zuschauer. Live-Zuschauer im Stream. Da muss ich selbst stellen. Das ist korrekt, das habe ich versprochen. Das ist korrekt. Wenn wir im Durchschnitt 100er Zuschauer haben, dann korrekt. Habe ich gedacht. Im Durchschnitt, ja. Ich glaube, es war im Durchschnitt. Ich glaube, hätte ich jetzt auch behauptet. Im Durchschnitt war es. Nein, Ben hat recht. Das war im Durchschnitt. Okay. Doch. Ich meine schon. Guck dir das Video nochmal an. Ich meine so. Schon. Ben, der Wagen steht für dich direkt vor der Haustür. Brauche ich jetzt nicht, denn ich will jetzt Markus erstmal mitfliegen. Genau, wir versuchen jetzt erstmal, also A, versuche ich hier gerade noch schnell den Miner, soweit ich kann, noch auszuladen. Siehst du, weiter geht schon nicht mehr. Dann versuchen wir jetzt, Bens Leiche zu finden. Spitze? Ich weiß nicht, ob Spitze. Aber 100, wenn wir 100 haben, dann, das ist schon geil. Also wenn wir 100 in Spitze haben, das wäre schon, da geht mir schon einer ab. Da lerne ich auch richtig Sex zu spüren. Vom Profi für Profis. Warte kurz. Ja, wahrscheinlich erstmal runter. Conveyor-System. Ich muss es erstmal finden, wieder das Ding. Das muss jetzt irgendwo unter dir sein. Da, Body Location. 400 Meter unter dir. 300. Ja, leider runter. Ich gucke auf den Conveyor unter uns. 300, 200, 250, 220, 200, 190 und 150, Achtung, langsamer, vor uns, ja. Geradeaus, da liege ich, da geradeaus, rechts um die Kurve, da liege ich, ich kann aber nicht mehr hoch, das heißt, du müsstest auf jeden Fall, ich komme nicht auf dich drauf, stopp! Doch, kommst du, ich komme so weit runter, dass du über die Bohrer okay. Wieder hochkraxeln kannst. Das Wichtigste ist das Jetpack. Nicht das Jetpack, die Gasflaschen. Der Welder vor allem. Genau, der Welder. Die Gasflaschen können wir billig nachbauen, den Welder nicht so. Stahl habe ich leider nicht überladen. Was? Nein, alles gut. Okay. Nein, ich war nur zu steil. So, wie viel? Den Welder habe ich dabei. Okay, cool. Ja, alles sehr gut. Ja, dann. Mensch, Markus, du hast da, nämlich warum Windturbinen auf unser Dach geklatscht. Ja, dann müssen wir die halt wegflexen und neu bauen. Adler auf der Brust. Oh, schön. Ja, das ist ein Grüß aus der Heimat in die Heimat. Schöne Hessefjung. Das ist immer schön, wenn ich Leute höre, die aus Hessen kommen, dann springt mein innerer Hesse irgendwie an und ich rieche so ein bisschen weicher. So. Bisschen Dankeschön. Bembel-Detektor aktiviert. So, dann kann ich jetzt. Markus, du rauchst. Gerade nicht? Nein, tut er gerade nicht. Eben gerade hast du kurz geraucht. Ja, das war, weil ich wahrscheinlich irgendwie einfach, weil wir knapp über dem Boden waren, dann. Schlägt für das Sommer. Passiert sowas. Kenn ich nicht. Okay, perfekt, Sven, sehr perfekt. Ich glaube nur fast, wir sollten dann vor die Dings auch noch was setzen, ne? Egal, eins nach dem anderen. So. Da ist Conveyor. Na, wie war das noch? Mit STRG konnte ich die Farbe des Blocks übernehmen, ne? Nee, Alt-STRG? Shift P. Shift P. So war es, jawohl. Also ich kann die Löcher hier wieder zumachen. So, dann haben wir auf jeden Fall, setzt du gerade die Conveyor? Ich habe gerade eingesetzt, ja. Okay. Ja, aber es fehlt an 10 kleinen Stahlplatten, Stahlröhren. Ich muss hier, glaube ich, mal ein bisschen die Produktion umstellen, weil wir gerade noch massiv, Dings bauen. Massiv Stahlplatten, das müssen wir jetzt ein bisschen zurücknehmen. So, Stahlplatten... packe ich hier gerade in den Container rein. Was ist denn jetzt hier los?
okay, hier steckt schon im Verbinder irgendwie Zeug drin, weil unser Container ist voll. Das, oh mein Gott, das ist ziemlich korrekt. Dann können wir jetzt erstmal schnell spontan einen zweiten Container neben dran stellen. Das ist zwar nicht schön, aber selten. Wir müssen dann irgendwann mal gucken, dass wir einen unterirdischen einen großen bauen. Ich mach. Alles gut. Wir meinen jetzt erstmal brauchen wir Verteidigung, weil da werden sehr bald Kollegen kommen und da möchte ich gerüstet, also wenigstens so ein bisschen gerüstet sein, dass wir nur ein bisschen auf die Fresse kriegen. Hätte glaube Arschbrecher, Klaus, keine Arschbrecher, wir haben Sexualverbrecher. Was? Eigentlich heißt alle Hälse sind Verbrecher, denn sie glauben Arschbrecher. Glauben sie keine Arschbrecher, werden sie Sexualverbrecher. Okay. Was? Kennst du nicht? Oh. Nee, also das mit dem Aschenbecher-Clown kenne ich, das mit dem Teil unter der Gürtellinie ist mir neu. Ja, das ist ja auch irgendwie nur von anderen auf den typischen Hessen. Aber der Klassiker ist ja, alle Hesse sind Verbrecher, denn sie glauben Arschbrecher. Oh, wie heißt denn der Conveyor? Die Likey. Oh, Förderband, glaube ich. Ja. Okay. Das ist prinzipiell richtig, liest sich trotzdem irgendwie falsch. Ja, Hessen hat 10 gesetzliche Feiertage, NRW hat 11, Bayern hat, glaube ich, richtig viele. Ja. Das ist korrekt. Hast du das mit den Feiertagen mal gegoogelt? Echt? Ist das echt nur Allerheiligen? Dafür haben wir den Happy Cadaver Day. Ja, das hat ein NRW auch. Ja, ich habe mich mit dem Acker unterhalten. Die Loha irgendwie nächste Woche, übernächste Woche, keine Ahnung, ist der Feiertag. Nicht so am Arsch, Hessen hat nichts, Hessen hat keine Feiertage. Gefühlt, aber wahrscheinlich ist alles andere große Feste, von daher zählt das nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal einen Feiertag irgendwie gesehen habe. Wenn man nächstes Jahr seinen Urlaub nimmt, ja, Bellen ist raus, schlau nimmt, kann man aus 20 Tagen Urlaub 62 Tage frei machen. Okay. Wieso liegt das alles so komisch an Wochenenden verteilt, halt, oder was? Liegt alles sehr günstig, genau. TikTok hat vor kurzem hat ein Update gemacht vor kurzem und die werden immer mehr zu einer Suchmaschine. Combat Phase entered, Markus. Endet, oder? Endet? Ich dachte, das schon gerade endet. Okay. Ich habe auch immer noch keine Ahnung, was diese Meldungen sollen, also Die werden immer mehr zu einer Suchmaschine und die haben den Beschreibungstext, den du machen kannst, von 200 Zeichen auf 2000 erweitert. Bald kannst du sozusagen also bei TikTok Dinge suchen. Also da gibt es auch ein Tutorial, wie man die Feiertage nimmt. Okay. Ein Feiertagstutorial. Ja, es gibt für alles. Also mittlerweile suchen die Leute auf TikTok ja. Also kurzum, das versucht jetzt gerade so ein bisschen irgendwie Google anzugreifen. Wird mehr und mehr zu einer Suchmaschine. Nicht okay. Angreifen, aber es wird zu einer Suchmaschine. Und es geht auch immer mehr darum, SEO zu betreiben. Ja gut, darum geht es ja immer. Wenn man irgendwie versucht, möglichst viel Content auf deine Seite zu scheißen, damit du bei den Suchmaschinen überall ganz nach oben rutscht und dann bist du im Grunde genommen der nächste King. Es geht aber nicht um andere Suchmaschinen, sondern die eigene Suchmaschine. Und dann geht es um die eigenen Beiträge zu optimieren. Das heißt, du als Endkunde willst auf TikTok deine Beiträge optimieren. Okay. Es geht nicht darum, dass TikTok an der Stelle ist. Weil wenn du TikTok mittlerweile suchst, findest du statt YouTube-Videos als erstes Videos von TikTok in Google. Mhm. Wenn du nach einem Video suchst, findest du als ersten Vorschlag eingeblendet TikTok-Videos. Die haben mehr Hits als Google-Videos im Thema. Ja, das ist krass. Mhm. Vor allem ihre eigene Plattform. Ich würde halt TikTok beinahe verbannen, Nazi-mäßig. Aber wir müssen Motoren herstellen. Ja, dann bauen ein paar. Ja, das sind wir irgendwie auch ganz schnell bei diesem Thema Netzneutralität. Ja. Für außerhalb habe ich mir gerade schon was gedacht. Und zwar keine Gatling, sondern ich würde vor den Rotoren, also noch mehr in Richtung Feindbasis, werde ich eine Assault Cannon aufstellen. Das mache ich jetzt in der Sekunde erstmal ganz dreckig, einfach irgendwie ein paar Stahlplatten hin und einen Container unten drunter, damit wir das Ding beladen können.
Wieso? Das Ding ist hier, das ist hier alles schon angeschlossen dann gleich. Ich will sie nicht, ich will sie nicht auf dem Dach haben, weil sie auf dem Dach ist sie mir ein bisschen, wie soll ich sagen? Was willst du nicht auf dem Dach haben? Die große Saltcan. Da hat's zu wenig, oh, sing's doch bitte, Sichtfeld. Kann ich das jetzt nicht mehrfach nehmen? Warum nicht? Weißt du, woher der Spruch kommt? Sing's doch bitte? Nein, aber das klingt nach Bildungsauftrag. Wenn du stotterst, kannst du das Singen, wenn man, also stottern und singen sind zwei verschiedene Hirnareale. Mhm. Wenn du dann sozusagen in deinem Stottern feststeckst, dann kannst du stattdessen es singen. Das geht immer. Ah ja. Also wenn du das Stotterwort sozusagen nicht sagen kannst, mhm, kannst du es singen. Ja, genau. Und ich glaube, da kommt das her. Also singst doch bitte. Ich bin ungeduldig. Das ist ja ziemlich cool irgendwie. Dass das so also ist? Ja. Dass das halt zwei unterschiedliche Hirnareale sind. Ja, das ist echt freaky. Also keine Ahnung, das ist ja schon ganz spannend. Also du hast ja schon, wenn du jemand bist, der stottert, dann hast du ja schon so das Wort in deinem Kopf, also du hast einen Satz, den möchtest du sagen, und in deinem Kopf weißt du schon, dieses eine Wort wird nicht rauskommen. Das wirst du nicht schaffen. Diese Hürde kannst du nicht nehmen. Und dann kannst du halt wie ein normaler Stotterer so zehnmal gegenlaufen und irgendwann geht's. Oder du fängst halt an, das über eine Melodik zu machen, und sobald du eine Melodik hast, dann kannst du so ein Ding sagen, das ist halt uncool, aber du stotterst halt. Das ist halt schon sehr lustig. Also das ist ja schon besonders. So. Kannst du mal irgendwie so 30 Assault-Cannon-Munition bauen, oder soll ich das machen? Kann ich sofort tun. Ich bin hier nur gerade noch dabei, die letzten. So. Ja, warte, ich bin eh schon im Menü, ich mach. Ja, okay. Dieser Container ist an nichts angeschlossen. Ich verstehe nicht, warum der hier rumsteht. Welcher Container? So. Der ist okay. Außen ist wahrscheinlich für die Assault Cannon drauf. Nein. Förder, Verteilweiche zweimal. Hier bitte rein. Immer bitte alles rausziehen. Oh, wie schön ist jetzt, wie ein Dreier Schweißgerät zu haben. Ja, Sven hat alles bei dir. So. Ich hatte tatsächlich nur noch genug Teile, nur noch genug Platin aus den paar erbeuteten Thruster Components rausgekriegt, um euch beiden welche zu bauen. Ja, Sven ist bei dir, habe ich doch gesagt. So, okay. Du kannst die nächsten Geschütze machen. Also, du brauchst jetzt 30 mal was? Dings, ich hab schon alles gebaut. Du könntest nochmal 50 oder 100 Schuss Gatling-Munition in Auftrag geben. Die Assault habe ich jetzt schon. Okay. Ich hoffe, das Material reicht noch. Gatling-Munition. Was? Dominosteine essen ist doch nicht eklig. Dominosteine essen ist mega geil. Aber so richtig. Aber so richtig, mein Freund. Boah, jetzt habe ich Bock auf Marzipan, verdammt. Was geht der denn da? Ja, ich auch. Und es ist ja auch erst Oktober. Und ich habe halt erst schon zwei Packungen Lebkuchen in mich reingedrückt. Lebkuchen ist scheiße. Was? Ja, ich komme aus einer Lebkuchenstadt. So. Also Lebkuchen find ich auch sehr lecker. Also da freue ich mich eigentlich. Maschinenkanonenmagazin. Ich finde Marzipankartoffeln gut, aber das ist auch alles. Wenn die Maschinenkanonenmagazin heißen, dann meine ich die Maschinenkanonenmagazine. Ja, es steht halt nichts dabei. Ah nein, die sind's. NATO-Munitionskisten. Hier wollen wir mal 100 weniger. So. 100 die NATO-Munitionskisten sind's nicht, Sven. Doch, na klar. Das 25 mal 184 mm und okay. Und das Ding hier will. Sekunde. Das möchte 25 mal 184 mm NATO-Munitionskisten. Die Teile. Okay. Ja, genau. Ja. Sag ich doch. Nie hörst du auf mich! Ich fühle mich so, als wäre ich gefangen in einer lieblosen Ehe. Ich dachte, ich hätte damals für mein Gewehr auch NATO-Munitionskisten eingesammelt.
So, warum laufe ich denn bitte so langsam? Die Gewehre haben tatsächlich auch irgendwie, das sind dann NATO-Munitionsstreifen oder so. Markus, woran kann das liegen, dass ich so langsam laufe? Vielleicht hast du wieder deine Ducken-Feststellen-Taste gedrückt? Nee. Ah. Dann drück sie nochmal. Wenn du Caps Lock drückst, läufst du normal langsam. Okay. Gut. Jo, also, die Kanonen oben auf dem Dach sind quasi... Sind reddig? Beladen. Gut, dann guck, dass du die alle auf jeden Fall auf Maximalreichweite gestellt hast, weil standmäßig zielen so. Die irgendwie nur nicht ganz auf volle Reichweite. Machen wir das noch? Und... Das hier noch fertig. So, okay, ich entlüfte hier jetzt mal. Komm. Ich muss hier jetzt so häufig rein und raus rennen gerade. Ich will ein Gatling-Geschütz bauen. Gatling-Geschütz. Sehr schön. So, machen wir hier auch gleich mal. Hackbraten mit Rotbraten. Oh, Leute, ihr seid gerade echt fies. Hackbraten mit Rotbratenklößen, lecker. Ja. Klingt gut. Das klingt echt lecker. Aber so richtige Klöße müssen das schon sein, ne? Das ist so gute Semmelklöße, oder? Alter! Oder halt Kartoffelklöße, gibt's auch sehr geile. Also, esse ich tatsächlich beides gern. Ich bin fast cooler. Ich bin Semmelknödel. Oder Serviettenknödel finde ich auch super, die mag ich auch gern. So stark. Also ich finde Semmelklöße passen halt richtig geil zu so irgendwie so Braten oder Schweinshaxe oder sowas. Ja, irgendwie sowas, was so richtig saftig ist. So Wild oder Ente finde ich vielleicht Kartoffelknödel besser. Klöße! Mann, die Leute haben halt kulinarisch echt keine Ahnung. Ja, es tut mir leid, dass wir nicht alle aus Bayern kommen. Ja, da kommst du ja mit deinen Knödeln. Semmeln. Knödeln. Wir trinken ein Bier. Was baue ich denn hier jetzt hin? Also das guter, ist nicht das, was ich gebaut habe. Knödel finde ich cooler als eigentlich ein Kloß. Ja, wieso habt ihr jetzt hier Raketengeschütze gebaut? Weiß nicht, warum du Raketengeschütze gebaut hast. Das war auch eine schöne Idee, aber wir haben noch nicht die Ressourcen, um Raketen zu bauen. Ich würde an der Stelle aber trotzdem mal ganz kurz den kleinen Cut für die Aufnahme machen, dann können wir danach weiter Raketen. Ja, aber sehr geil mit den Rohren hier. Hast du sehr, sehr cool zugemacht alles. Perfekt. Da ist es, das Gatling-Geschütz. Also, muss man mal sagen, man kann den Sven schon Dinge tun lassen, dass es funktioniert. Ja, hört's euch nur an, ne? Das sagt der Typ, der dreimal sein Auto geschrottet hat. Ja, war schön mit euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal im Neuzeitalter. Ciao. Das nächste Mal ohne den Sven. Tschüss.